Das da drüben bin ich. Also, ihr müsst schon ein bisschen genauer hingucken, denn ich bin heute extrem klein. Und alles um mich herum hat immer noch dieselbe Größe. Und in dieser Größe möchte ich es schaffen, diesen Enderdrachen zu besiegen. Ob heute alles klappen wird oder ob ein paar Sachen schiefgehen werden, erfahrt ihr in diesem Video. Lasst unbedingt einen Like da, abonniert diesen Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Schaut auf meinem zweiten Kanal vorbei, dort wird jeden Tag eine Folge Craft Attack 10 hochgeladen. Und jetzt ganz viel Spaß mit diesem Video. Ja, hallo, willkommen zurück. Wir sind immer noch ziemlich, nicht nur ziemlich, wir sind super klein. Aber ich sag euch so, klein, aber trotzdem gefährlich. In der letzten Folge haben wir so ein bisschen herausgefunden, wie sich das anfühlt in Minecraft. Ja, also in Minecraft ist es schon praktischer, sag ich mal, wenn du größer bist. Also so zwei Blöcke groß. Wir sind jetzt, naja, wir sind halt aktuell, weiß nicht, 20, 30 Zentimeter groß, was nicht so gut ist. Aber trotzdem werde ich es heute probieren, den Enderdrachen zu besiegen. Wir befinden uns momentan in einer Bastion, in der ich etwas vorhabe. Das ist nämlich eine ganz besondere Bastion, und zwar meine Lieblingsbastion. Dort unten, ganz genau dort unten, gibt es mehr oder weniger den leckersten Stuff, den du dir so vorstellen kannst. Diamantrüstung, Netherite Ingots, super viele Goldblöcke. Ja, guck mal, er ist auch ganz schön klein. Und das möchte ich jetzt auf jeden Fall hinbekommen, ohne hier zu sterben. Kann nur interessant werden. Checkt auf jeden Fall den ersten Part hierzu ab, damit ihr alles auch versteht, was davor so passiert ist. Lasst außerdem einen Like da, abonniert diesen Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Schaut auf meinem zweiten Kanal vorbei. Dort wird jeden Tag, also fast jeden Tag, eine Folge Craft Attack 10 hochgeladen. Und, ich kann jetzt ehrlich gesagt nicht mehr so viel rumlabern, sondern wir müssen uns jetzt darum kümmern, hier wirklich lebendig irgendwie runterzukommen. Wir haben Goldschuhe. Die stehen mir einerseits super gut, auch die Lederhose beschützt mich vor krassen... also vor krassem Schaden. Bogenpfeile, alles am Start. Wir haben eine Menge guter Sachen. Was wir aber nicht haben, ist irgendwie was gegen diese Kollegen. Piglin Brutes. Die werden mich richtig auseinandernehmen. Also wirklich richtig, richtig. Ich bin für die sowas von gefundenes Fressen. Deswegen, ich kann euch nicht wirklich sagen, wie ich das jetzt am besten spielen sollte. Ihr dürft auch, by the way, also eine Sache. Fallschaden, der mich normalerweise niemals töten würde, würde mich in der kleinen Form, in der ich mich befinde, halt sofort töten. Ich habe mir jetzt vielleicht gedacht, vielleicht machen wir uns eine kleine, süße Treppe hier runter. Weil ich habe ja auch einen kleinen Vorteil. Und zwar, ich bin halt so klein, dass mich halt rein theoretisch ein Piglin Brut ja niemals hier erreichen kann, wo ich mich gerade befinde. So, ich glaube, mir kommt es so vor, als wenn wir schon übertrieben weit getravelt sind. Okay, wir sind schon fast am Boden. Okay, cool. So, da wollen wir auf gar keinen Fall reinfallen. Also, Lava, Feuer ist auch als kleiner. Also, es ist halt noch schlimmer eigentlich mit unserer aktuellen Größe. Alright. Mission Mini-Basti läuft. Und ist fast schon abgebrochen worden. Ich meine, ich kann mir doch einfach... Bro, ich kann mir doch einfach so einen kleinen Bereich bauen. Also die Leute, die sagen, hey, bau dich nicht mit Holz. Das ist, by the way, Netherholz. Das brennt nicht. Aber kann ich jetzt nicht, ehrlich gesagt, meine Größe als großen Vorteil... Also, meine kleine Größe als großen Vorteil dazu nutzen, dass ich jetzt nicht erreichbar bin für halt einen Piglin Brut. Wenn jetzt einer kommt, ich renne hier hinten. Bro, ich bin halt so ein bisschen, das ist wie bei Tom und Jerry. Ich bin halt Jerry. Ich bin halt schlauer, ich bin flinker, ich bin kleiner. Und ehrlich gesagt, kann ich hier teilweise diese Einschränkung eher zu einem Vorteil umwandeln. Es sei denn, es kommen jetzt gleich riesige... Oh... Mein Erzfeind. Und by the way, das Bogenthema, um das nochmal aufzugreifen, ist eine Sache, die wir in der letzten Folge auch schon rausgefunden haben. Oha, okay, sorry. Also für ihn hat's gereicht. Aber der Bogen ist leider nicht ganz so mächtig wie ein Bogen, wenn du halt ausgewachsen bist. So, hier nochmal lang. Boah, ich komme einfach schon an die Kiste ran. Das kriegt keiner mit, ne? Bro, das ist so geil. Oh mein Gott. Es ist halt leichter, es so zu zocken. Bro, Netherite, Dia. Boom, boom. Dia-Helm oder Netherite-Ingot. Das heißt, wir können uns rein theoretisch halt einen Netherite-Helm machen. Was jetzt aber nicht unbedingt das Schlauste der Welt wäre. Ansonsten ist der restliche Stuff aber jetzt... Ja, nicht so Premium. Habe ich jetzt ein bisschen mehr erwartet. Aber wir dürfen nicht vergessen, die Goldblöcke sind natürlich auch nochmal ein bisschen was wert. Okay, alles unter Kontrolle. Guck mal. Hier lang. Alright, 9 Goldblöcke. Ich habe so das Gefühl, dass ich ehrlich gesagt nicht unbedingt mehr Goldblöcke hier rausbekommen kann. Okay, wie spiele ich das am schlauesten? Rennen und schreien oder ruhig und bedacht? Ja, wir sind safe, wir sind safe. Alles easy. Bro. Vamos. So und nicht anders. Frische Spitzhacke. Wir haben ein bisschen Gold. Wir sind am Start.
geil. Was jetzt aber nochmal wiederum wichtig ist, wir könnten eigentlich auch noch die anderen Kisten looten. Denn in den Kisten, und ihr kennt, denke ich mal, die Kisten des anderen Bereiches in einer Bastion, dort könnten wir eine Dia-Spitzhacke haben, dort könnten wir noch mehr Ancient Debris haben, dort könnten wir so einiges haben, müssten halt nur das hinbekommen, dort, also den Bereich zu erreichen. Okay, wir sind im unteren Bereich. Hallo, ist hier jemand? Oh mein Gott. Okay, ich höre auf jeden Fall schon mal Piglins. Und da sind auch Piglin Brutes dabei. Wir sollten eigentlich sehr nah am Hauptraum sein, zu welchem wir wollen. Bro. Wie hat er mir einen Hit gegeben? Bin ich nicht eine kleine Süße? Also in der letzten Folge war ich noch ein Piranha, jetzt bin ich eine kleine Maus. Alright, dann kommt halt alle her. Dann macht das Stress mit mir. Ihr wolltet es nicht auf die leichte Tour, ihr wollt es auf die harte Tour. Ich zeige euch mein Steinschwert, solange ihr mir bitte nicht eure Goldäxte zeigt. Bitte. Lootingschwert. Ein paar goldene Karotten, dann wirklich richtig strong. Gold Chestplate. Anziehen, schnell Eisen mitnehmen. Und ja, ich zeige euch ganz kurz den Goldblock. Boah, das ist auch extra für mich so gebaut hier mit der Stair, ne? Hier komme ich nämlich auch lang. Hier gibt es nochmal einen Goldblock, den snacken wir uns auch. Ach, ich liebe Treasure Bastion. Es ist immer wieder ein Traum. Oh Gott! Oh, Digga, mein Pfeil war für ihn ein Mückenstich, ne? Er denkt sich so, Bro, wer schießt da auf mich? Ja, muss mich nicht ernst nehmen. Ist schon okay. Zack, den nehmen wir mit. Ja, hier unten ist jetzt nichts mehr. Ja, 14, ey, Leute, ernsthaft, 14 Goldblöcke als Mini-Basti. Das lässt sich definitiv gerade sehen. Und was halt sehr wichtig ist, wenn wir gleich mit dem Gold auch traden, werden wir halt zu 100% auch nochmal eine zweite, also werden wir halt genügend Obsidian zusammen haben, um uns ein neues Portal zu machen. Was wichtig wäre, weil ich dann auch schneller wieder nach Hause komme, beziehungsweise wieder zurück in die Overworld. Aber uns werden auf jeden Fall noch ein paar andere Probleme erwarten. Also so viel kann ich schon mal spoilern, weil ich kann euch ja mal ganz kurz demonstrieren, wie weit ich nach oben schießen kann. Ihr könnt ja mal überlegen, glaubt ihr, dass ich es hinbekommen werde, damit die Endcrystals im End abzuschießen? Ich habe da momentan noch so leise Befürchtungen. Bro, ich kann hier nicht mal in die Decke schießen, ne? Bro, ich kann nicht mal weit genug an die Decke. Oh mein... Ja, da müssen wir uns auf jeden Fall noch was einfallen lassen. Ich möchte jetzt aber erstmal mit ein paar Piglins quatschen. Alright, Jungs. Na dann, happy trading. 10 Obsidian, 9 Enderperlen. Die Jungs gönnen, danke, danke. Okay, das sieht schon mal sehr, sehr gut aus. Wir haben ordentlich Fire Resistance, wir haben ordentlich Enderperlen, 13 Stück. Genau so muss das sein. Noch einmal Enderperlen, Junge. Oha, 15 Enderperlen. Noch mehr Obsidian, noch mehr Fire Resistance. Alter, die traden, also for real, die Trades von den Amigos sind unfassbar gut. Also besser geht's gar nicht. 18 Obsidian. Ja, dann sage ich ehrlich, dann mache ich mir jetzt aber auch eine Hose. Wenn wir schon stabile Eisen haben, dann möchte ich das auch natürlich auch ausnutzen. 7,5 Armor Bars, das sieht echt gut aus. Top. Also, jetzt beginnt ein Part in der Challenge auf, ja, vor dem ich jetzt eigentlich die ganze Zeit ein bisschen Angst hatte. Wir sind gezwungen. Ja, wir müssen halt eine Festung finden. Wir müssen eine Festung finden. Die Enderperlen, die haben wir schon zusammen. 15 Stück an der Zahl. Die sollten auch sogar reichen. Also ernsthaft, das ist richtig gut. Damit habe ich nicht mal gerechnet. Mir ging es in erster Linie darum, dass wir auf jeden Fall genügend Fire Resistance haben, weil, also, ich habe echt Angst vor Blazes. Wirklich. Also, mit der aktuellen Körpergröße gegen Blazes zu bestehen, mit Fire Resistance, ja, schon besser. Bevor wir uns aber irgendwie da beweisen können, müssen wir uns jetzt erstmal auf die lange, lange, vielleicht lange Reise begeben. Aber ich glaube, selbst wenn die Festung... Digga, das waren 3,5 Herzen. Fallschaden, Alter. Ich bin halt gefühlt 3 Blöcke gefallen. Also bevor wir uns halt auf die lange... Also es muss nicht zwangsweise eine lange Reise, was die Distanz angeht, sein. Aber es wird trotzdem lange dauern. Weil selbst für kurze Distanzen brauche ich halt Ewigkeiten. Oh, ja! Oh mein Gott, die ewige Reise. Sie hat ein Ende gefunden, meine. Alright, it's time, dass das Kleine in mir zum Großen wird, weil ich jetzt die Kraft release oder so. Also, wir haben mittlerweile die Festung erreicht und ich glaube ehrlich gesagt, wir sollten das hinbekommen. Oh, Bro, er... Einfach Deckung hinter dem... Kollegen in Klein. Okay.
alles unter Kontrolle. Merken Wither-Skelette und Magma-Cubes größere Probleme, als man sich vorstellen kann. Ich will jetzt unsere allererste Blaze-Rod, ne? Let's go! Into fire! Okay, aber eine Sache, die wir auf jeden Fall machen könnten. Wir nehmen auf jeden Fall Nether-Warzen mit. Weil ich glaube, Slow-Falling-Tränke... Oh, Slow Falling kann richtig gut sein für uns. Also, nehmen wir das auf jeden Fall auch nochmal mit. Guckt euch das mal an, was ich mit denen mache. Die dritte. Droprate 100%. Naja, ich habe auch, muss ich auch dazu sagen, Looting 1. Doppeldrop! Wir haben 8! Junge, Looting 1 schallert gerade richtig rein. Let's go! Wir sollten aber auf jeden Fall ein paar mehr mitnehmen. Vor allem, wenn wir uns noch Tränke machen wollen. Und wir wollen eigentlich ja auch... Wir wollen Slow Falling haben. Das ist eigentlich ganz gut, dass wir jetzt schon halt auf jeden Fall eine längere Zeit im Nether sind. Das heißt, wir haben auf jeden Fall lange, lange, lange nicht mehr in der Overworld geschlafen. Das heißt, Phantome könnten rein theoretisch kommen. Junge, nochmal ein Doppeldrop. Auf geht's. Was ich jetzt aber erstmal nur weiß, ist, dass wir fertig sind mit dieser Festung. Und meine Koordinaten sind ein bisschen weit hoch im X. Das heißt, ich würde momentan bei 4000 irgendwas rauskommen. Ja, das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu weit weg von den Strongholds im ersten Ring. Deswegen würde ich meine X-Koordinate noch ein bisschen weiter nach unten bringen, dann Portal aufstellen und dann kümmern wir uns auf jeden Fall um Tränke. Wir wollen Phantome töten, Phantommembranen ranholen, Speed-Tränke dazu machen und dann machen wir uns auf die Suche nach dem Stronghold. Blaze Rods und Enderperlen haben wir dafür und das auch nicht gerade wenig. Eigentlich eine super Grundvoraussetzung und dann wird gezockt. Alright, lass uns, ich würde mal sagen, ein... Moment, ich glaube, das wird jetzt echt ein bisschen lächerlich aussehen, aber lass uns gerne mal ein Portal errichten. Ich würde, sag mir jetzt nicht, dass ich mich verbaut habe. Und selbst wenn. Ich finde es auch ehrlich gesagt ein bisschen übertrieben, dass jemand wie ich so ein riesiges Portal benötigt. Aber das Spiel möchte das so. Dann machen wir das auch so. Wir sind wieder zurück in der Overworld. Auch wenn wir gerade unter der Erde sind. Wir haben jetzt die Mission. Wir wollen uns darum kümmern, unsere Tränke zu machen. Ich würde auch sehr, sehr gerne, sage ich euch ehrlich, wenn ich hier ein bisschen Eisen finde. Ich habe halt immer noch dieses Feather Falling 4 Buch. Ich würde schon gerne Feather Falling 4 haben. Weil ansonsten würden wir halt super schnell sterben an Fallschaden. Ich glaube, ernsthaft, wenn wir 15 Blöcke oder so fallen, sind wir tot. Und dem möchte ich halt entgegenwirken mit Tether Falling 4. Wenn du schon den großen, großen Luxus hast und das Buch schon am Start hast, dann musst du das eigentlich auch nutzen. Deep Slate, Kohleerz nebeneinander. Nur mal damit hier ist, Junge, was? 4 Stück? 6 Stück? 7, 8, 9, 10, 11 Stück. So, das Eisen ist jetzt erstmal durch. Wir können uns dafür einen Anvil machen. Bumm. Schuhe. Feather Falling 4. Oh mein Gott. Und direkt viel, viel weniger Probleme. By the way, vergleicht mal, wie klein ich im Vergleich zu diesem Anvil bin. Passe ich hier so zwischen? Oh nein, Bro. Also das ist halt... Bro, ich komme hier drauf. Ich kann hier mir eine... Bro, ich kann mir eine kleine Basis bauen in dem Ding. Ach komm. Wir haben zu tun. Wir gehen weg. Wir gehen weiter. So, wir sind draußen. Oh mein Gott, ich bin im Schnee. Und ich... Bro, ich stehe bis zur Taille. Also bis zu den Oberschenkeln im Schnee. Und ihr wisst selber, so ein Schneelayer ist halt 2 Pixel groß. Ich überlege gerade, ich glaube, es könnte jetzt eigentlich schon ganz schlau sein, erst einmal in die Richtung des Strongholds erstmal zu traveln, weil ich will zwar noch die ganzen Sachen für die Tränke etc. zusammenbekommen, aber wenn ich dann zeitgleich in die Richtung des Strongholds laufe... Ist das ja vielleicht ganz schlau. Bro, das Enderauge war größer als mein gesamtes Leben. Das Enderauge ist größer als mein gesamtes Leben. Ich habe keine Ahnung, wie weit, also wieso ich das große Ding so weit in die Luft werfen kann. Aber, naja, wir haben jetzt erstmal eine Mission. Alright, Stronghold. Ich komme. Oh. Oh. Gar kein Thema. Aber wir werfen mal das nächste Enderauge. Phantome sind leider jetzt nicht gespawnt in der Nacht. Oder besser gesagt, jetzt am Tag. Und es geht zurück. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Also ehrlich. Alright, Enderauge geht weiter bei 2033. Enderauge. Ey, Bro, wie weit denn noch? 1040. Digga, ich will Phantome und jetzt... Oh mein Gott.
geil. Oh, okay. Ich glaube, wir sollten den Stronghold ziemlich genau jetzt haben. Der Stronghold ist 100% unter diesem Wald. Aber bevor wir hier nach unten gehen, müssen wir erstmal was anderes machen. Wir müssen hoffen, dass jetzt mal Phantome kommen. Bro, halber Enderdrache, ne? Und hopp! Alright! So, Abfahrt. Jetzt runter hier! Stronghold, bist du bereit für deinen stärksten Herausforderer aller Zeiten? El Pequeño. Für den kleinen, aber starken Basti. Sand, Wasser, wir haben alles dabei, um uns Tränke zu machen. Warzen, das. Boom. Let's go! Das ist doch ein Bro, komm. Bin ich krass? Alright, meine Damen und Herren. Wir befinden uns im Stronghold. Digga, wie ich aussehe. Junge, das ist so scuffed. Weil du hier so oft schon lang gelaufen bist. Ist denn groß. Also, die Mission ist klar. Die Mission ist mehr oder weniger selbsterklärend. Ich würde echt gerne noch eine Kiste looten, denn in den Kisten hier könnte auch noch Redstone sein. Und durch das Redstone könnte ich mir auf jeden Fall noch 4 Minuten Slow Falling Tränke machen, was ich machen möchte. In der Kiste ist so oft Redstone. Das ist die rote Kiste. Apfel und Redstone. Oh, das ist aber auch nochmal sehr nice. Denn wir haben ja einen Amboss. Und nochmal Power 4. Power 4. Vamos, Alter. Genau so und nicht anders. Das drückt nochmal richtig auf den Bogen, weil wir werden ja schon so ein kleiner Bow-Spammer sein. Und dort wird Redstone drin sein, bitte. Ach man, gönn doch. Warum? Wir können es auch ohne Redstone spielen. Safe, aber es wäre halt schon cool mit. Also, ich bin gespannt, wie das aussieht, wenn so ein paar Silberfische auf mich zugerannt kommen und ich höre da etwas. Ja. Mhm. Hallo. Junge, guck mal bitte. Oh mein Gott. Guck mal, er ist einfach auch schneller als ich. Okay. Wir haben auf jeden Fall schon mal den Raum. Das ist gut. Das ist der schönste Tag in meinem Leben. Redstone. Oh mein Gott. Let's go. So, das Ganze können wir jetzt mal noch verlängern. Das ist schon mal richtig gut. Wir machen uns ein Diamond Sword. Helm. Bumm. Netherite, weniger Knockback. Haben hier die 8 Minuten Potions. Machen uns jetzt erstmal nochmal einen Power 4 Bogen, der hoffentlich auch nochmal richtig rein scheppert. Oh mein Gott, das ist halt auch einer der Momente, vor denen ich halt echt für Angst habe. Bro, dieses Enderauge, was hier drin steckt, ist einfach gut. Nicht hinunterfallen. Ich würde auch nicht sterben. Ich habe Feather Falling 4 mittlerweile. Aber... Alter, wie groß sind die? Wie groß sind denn die Augen? Let's go! Ich bin bereit, um das allererste Mal in dieser Challenge-Geschichte ins End zu gehen. Das habe ich vorher noch nicht ein einziges Mal geschafft. Ich bin ready, um den Enderdrachen mal Hallo zu sagen, falls er mich sehen kann. Bro, dieses Bild, ne? Das ist ein richtig geil. Das wäre ein geiles Thumbnail. Bro, Leute, es geht los. Ich bin bereit. Hallo! Hier bin ich. Also, da drüben, da geht die Party ab. Wir sind auch gleich dort. Normalerweise... Oh mein Gott, warte mal. Was machen wir, wenn Drank's Breath kommt? Ach, wird schon gut gehen. Ja, normalerweise würde ich jetzt schon auf diese Türme dort schießen. Aber das geht heute nicht so einfach. Bro, bitte, kriege ich das hier vielleicht wenigstens hin? Bro, das ist ja das Digga. Oh mein Gott. Alright. Das ist ein Move. Den können wir machen. Bro, wir sind ja schon hier. Hilfe. Oh mein Gott, ich springe jetzt noch langsamer. Komm, kriege ich dich? Oh mein. Bro, hör auf! Alter, Mann. Digga, die kommen da nicht mal an. Oh mein Gott, das ist der traurigste Tag in Minecraft History für mich. Let's go, der erste. Komm bitte. Mann, Bro, meine... Das ist das...
Das ist mir halt auch ehrlich fast schon ein bisschen unangenehm vom Drachen. Let's go, Bro! Man muss nur... bisschen in den Winkel. 45 Grad. Let's go! Berechnet! Winkeldreieck! Bin da, ich bin da. Sinus, Cosinus. Boom! Digga, der Drache. Er ist durch mich durchgeflogen. Komm. Let's go. Höher. Let's go. Go. Oh nein, oh mein fucking. Yes, Ducky. Bro, nein. Nicht bitte so. Digga. Oh mein Gott! In der. Bro, warum hat der denn mit mir Samba getanzt? Dieser blöde also wirklich der Enderman. Bleib doch einfach straight mal stehen. Dann hau ich dich einmal ins Boot rein und das war's. Aber er kommt... ich bin hier im Zentrum, er kommt... Bro, ich habe nicht mal gesehen. Ich habe nicht mal da gesehen, dass ich im Dragon's Breath stand. Ich habe das Gefühl, dass ich es nicht gesehen habe, weil ich vorhin im Nether, weil Fire Resistance durch uns halt komplett durchgegangen ist. Ich habe Partikel halt auf minimal gestellt. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das mich getötet hat.